Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Heute am Dienstag, dem 10.05.2022, ist ein neues Update bzw. ein Content-Update gekommen. Es war kein Mega-Update, wo die Server offline oder so waren. Das Update wurde jetzt hinzugefügt. Es ist das ein oder andere neue Ding dazugekommen. Darum geht es jetzt, ob Tilted komplett zerstört ist und so weiter. Ihr seht alles im Video, neue Items und so weiter und so fort. Ich wünsche euch viel Spaß und let's go. Und ja, Leute, wir sind bei der ersten Sache. Ihr seht, wir sind jetzt hier im Kampflabor mal eine Runde reingegangen. Und ihr seht, in Tilted Towers gibt es immer noch Krieg. Bis jetzt war es ja so, um euch das mal schnell sagen zu können. Bis jetzt war es ja so, dass jede Woche dann, dass der Krieg dann nach einer Woche in einem Ort zu Ende war. Man dort den Schlachtenbus finanzieren konnte und so weiter und so fort. Ist nicht mehr so, beziehungsweise jetzt das erste Mal nicht. Irgendwie ist jetzt auf einmal das Luftschiff immer noch hier. Krieg ist immer noch in diesem Bereich. Und das liegt einfach daran, wir haben nächste Woche Dienstag das letzte große Update vor der neuen Season. Die Season startet ja nach offiziellen Angaben, wie es auch im Battle Pass steht, am 3. Juni. Und ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass dann nächste Woche der Krieg zu Ende sein wird. Wie gesagt, Tilted ist halb zerstört. Ich denke, wenn das Ding runterkommt, das Schiff liegt dann nicht in Tilted. Das liegt dann vorne am Anfang, beziehungsweise am Ufer des Loot Lake Sees, ist das Ding dann runtergekommen. Und Tilted wird hoffentlich nicht noch mehr zerstört sein. Also wie gesagt, hier, das wird jetzt noch auf jeden Fall bis nächste Woche Dienstag gehen. Also vom Krieg gibt es momentan noch keine Neuigkeiten. So, meine Freunde, dann gibt es natürlich noch die ein oder andere Änderung. Ich versuche sie gerade zu finden. Es sind heute, also der Krieg, wie gesagt, läuft noch. Dafür sind heute tatsächlich zwei neue Items bzw. Waffen in Fortnite reingekommen. Und zwar einmal der Luftangriff bzw. der Luftschlag, so heißt der, oder Airstrike. Ist nice. Wer Bad Wars von mir so ein bisschen mitverfolgt, wenn wir das hier ein bisschen mit unseren Kollegen am Abend spielen, ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Macht viel Spaß. Und der Airstrike ist, wenn wir sie finden, halt die Granate, die war schon mal drinne. Die wurde halt ein bisschen, die ein oder andere Sache wurde beim Airstrike geändert, aber im Großen und Ganzen ist sie noch dasselbe. Wenn du sie wirfst, kommen Raketen, beziehungsweise einige Raketen von oben. Und ja, ist gut, wenn man baut, kann man die gut einsetzen. Und wenn man diese Waffe findet, beziehungsweise diese Granate, kriegst du nicht eine, du kriegst direkt zwei Stück. Also du kriegst direkt zwei Stück anstatt eine. Diese Waffe ist drin, wurde ein bisschen verändert, aber macht auf jeden Fall noch Bock. Dann die zweite Änderung ist auch eine neue Waffe, beziehungsweise eine Waffe, die schon mal drin war, und zwar das Jagdgewehr. Das Jagdgewehr kennt ihr alle, habe ich immer geliebt, liebe ich auch noch, weil man damit einfach viele geile Sachen anstellen kann. Das Jagdgewehr, ihr habt richtig gehört, ist wieder drin, macht mega viel Spaß. Wurde hinzugefügt, könnt ihr überall finden aus Chests, ist gar nicht so selten. Ich habe schon eine Public-Runde gespielt, habe ich relativ oft gefunden. Auf jeden Fall der Airstrike ist wieder drin und das Jagdgewehr. Dann haben wir ein neues Bundle mit 1500 V-Bucks und einem Skin im Shop. Könnt ihr euch gerne kaufen, müsst ihr Aufgaben erledigen und kriegt dann 1500 V-Bucks. Insgesamt sind das, glaube ich, 15 Aufgaben, die ihr da erledigen müsst. Also wie gesagt, ja, so groß war dieses Update jetzt nicht, aber so ein Content-Update, so ein kleineres Update. Nächste Woche wird es dafür nochmal ein großes Update geben und dann am 3. Juni voraussichtlich können wir uns schon auf die neue Season freuen. Da werde ich, by the way, wieder streamen. Muss ich nochmal schauen, wie dies Zeit erlaubt und natürlich auch Videos dazu machen. So Leute, ich hoffe, euch hat dieses kurze, aber informative Video von mir gefallen. In diesem Video habe ich natürlich euch alles berichtet, was neu drin ist. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, euer Schmerle und ciao.